Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal was, was mich persönlich einfach nur noch abfuckt. Und zwar das gesamte Höllenloch, das wir Tumblr nennen. Also für die paar Leute, die es nicht kennen, Tumblr ist eine Blogging-Seite in Anführungszeichen. Und groß geworden, dass quasi Porn dort hochgeladen wurde. Ja, dann wurde ein Porn runtergenommen, da gab es mehrere Verkäufe und die ganze Scheiße. Mittlerweile ist es einfach nur noch ein Höllenpool. So, ist einfach ein Höllenpool an toxischen Leuten. Das kommt, und hey, das kommt von einem Typen, der aktiv Twitter nutzt, okay? Behalte das im Kopf. Also, es ist ein Höllenloch. Es gibt einfach super viel aktive Communities, die dafür sind, dass du Drogen verkaufst, irgendwelche anderen illegalen Dinge tust. Und halt allgemein, es gibt Gesamt-Communities darüber, dass man kleptomanisch ist. Dank Tumblr haben wir dieses Gesamte mit dem Harmlose. So, deswegen haben wir die fucking Maps auf Twitter und Co., die sich irgendwie gut darüber fühlen, dass sie pädophil sind. So, Tumblr ist ein Höllenloch, das nicht mal ansatzweise so schlimm ist wie Twitter. Und Twitter ist schon Höllenloch. Also, es ist so die toxischste, nicht gute Plattform, die ich je mitbekommen habe. So, klar, Twitter hat diese ganze K-Pop-Scheiß-Canceling-Nummer. Ja, Tumblr hatte das schon irgendwie vor 3-4 Jahren so entwickelt. So, die haben Streit darüber, was für fucking mal Farben, so Hautfarben, Kekse haben. Das ist krank. Das ist einfach fucking krank, dass sowas quasi als Social Media noch irgendwie gilt. So, diese Plattform war so krank, dass sie mal zeitweise vom Apple Store runtergenommen wurden. So, Tumblr ist ein Höllenloch und ich weiß nicht warum. So, die Prämisse von Tumblr ist ja eigentlich gut. Über dein Leben bloggen und shit. Und das ist irgendwie so ein Twitter, Facebook und halt Blogging-Seiten-Mix. Aber was ist es geworden? Genau, ein fucking toxischer Hasspool, der irgendwie komplett eskaliert. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber anscheinend ist Tumblr einfach so der schlimmste Ort der fucking Menschheit. So, ich habe Gore-Webseiten gesehen, die weniger toxisch und schlimm waren als einige Scheiße, die ich auf Tumblr gesehen habe. Und nochmal, Twitter hat Seiten wie Best Gore und irgendwelche Porn-Webseiten und ist immer noch nicht ansatzweise so schlimm wie fucking Tumblr. Es ist krank. So, ich weiß nicht, wie diese Plattform noch weiterhin lebt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendwer sie noch aktiv nutzt, aber anscheinend ist es ja so. Ich bin verwirrt. So, jetzt mal Real Rap. Tumblr ist ein Höllenloch, installiert euch die Scheiße nicht und jetzt... Danke fürs Zuhören. So, ich wollte einfach kurz ein bisschen ranten. Also, ne, denkt dran, bleibt toxisch, deabonniert mich, dislike mich, entbimmelt die verdammte Glocke und jetzt runter, was ich vorhin sehe.